Abschließend, wollte ich dich nochmal fragen, wie fühlt es sich denn jetzt hier an, heute, jetzt und hier im Spreepark zu stehen? Ist bestimmt komisch, oder? Nach all der Zeit. Ja, es ist ein schönes Gefühl, ein bisschen mit Wehmut verbunden, weil man ja doch wieder an einem Ort ist, in dem man einige Zeit verbracht hat. Eine schöne Zeit, eine interessante und für mich persönlich eine ganz wichtige Zeit für meinen Beruf. Und ich habe mich heute auch persönlich nochmal gefreut, dass ich Herrn Witte getroffen habe, dass der noch hier ist, weil wir immer gut zusammengearbeitet haben und er auch wirklich nett und fair und vernünftig mit uns zusammengearbeitet hat. Und ja, und deshalb war ich froh, auch nochmal ein altes Gesicht heute hier zu treffen. Des Weiteren, ja, ist es einfach ein wichtiger Ort, glaube ich, für Berlin. Ein kultureller und auch einfach ein Treffpunkt, den man wieder zum Leben erwecken sollte. Und der zu Berlin gehört. Das ist wie der Fernsehturm oder der Funkturm oder die AWUS. Es gehört zu Berlin und der Spreepark gehört zu Berlin. Und dass wir Berliner momentan nicht so zulassen, dass dieses Ding so verkommt, in Schade, Anführungsstrichen, ist ist traurig. eigentlich traurig für uns Berliner. Ein kleines Armutszeugnis. Auf der anderen Seite bin ich aber froh, dass es Leute gibt wie ihr, die hier sich dafür einsetzen scheinbar. Und zumindest dokumentieren. Das ist schon mal gut. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich Leute gibt oder so, die auch diesen Blick dafür haben, die aber auch vielleicht die finanziellen Möglichkeiten sehen und sagen, hier können wir was machen. Abschließend, was wünschst du dir für den Spreepark? Eine Wiedergeburt. Eine Wiedergeburt. Eine Auferstehung. Von mir aus mit neuen, anderen Ideen, Konzepten, wie auch immer. Aber ich finde, dass es schon lange und sehr lange einfach ein Punkt für die Berliner ist, an dem sie gerne ihre Wochenenden verbracht haben und die Kinder auch in der Woche in Ferien hier waren. Warum Wir nicht haben, wieder? und momentan haben wir sowas nicht, in ganz Berlin nicht irgendwie. Es fehlt einfach. Stimmt. Für Kind und Kegel gibt es wenig, für Singles gibt es alles Mögliche. Als Single kann man hier toll leben, aber mit Familie ist ein bisschen dünn. Stimmt. Und dafür wäre der Park ideal, weil er ist zentral gelegen, man kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, man kommt auch wieder weg. Und Ja, danke schön. Also, gerne, gerne, gerne. Wiedergeburt finde ich gut. Fände ich auch, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht und ja, wir sehen uns. Tschüss.